Hallo und herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. Mit einem feierlichen Festakt wurden Lehrlinge verschiedener Handwerksberufe in der vergangenen Woche in den Gesellenstand erhoben. Während einer von Franziska Günther musikalisch begleiteten Festveranstaltung in der ehemaligen Viehhalle wurden 42 Lehrlinge aus verschiedenen Handwerksberufen freigesprochen und in den Gesellenstand erhoben. Nach der Begrüßung erledigte der stellvertretende Kreishandwerksmeister Steffen Schröder den statistischen Teil. Von 63 für die Gesellenprüfung angemeldeten Lehrlingen wurden 57 für die Prüfungen zugelassen. Danach konnte 9-mal die Note gut, 22-mal befriedigend und 11-mal ausreichend vergeben werden. 15 Lehrlinge schafften das Ausbildungsziel im ersten Anlauf nicht. 12 scheiterten in der theoretischen Prüfung, 3 sogar in Praxis und Theorie. In seiner Festrede hob Staatssekretär Jochen Schulte die soliden Zukunftsaussichten in einem Handwerksberuf hervor. Handwerk, zitierte er genau wie Steffen Schröder ein bekanntes Sprichwort, habe goldenen Boden. Diese Feststellung kann Ulf Gutacker, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Güstrow, nur bestätigen. Aktuell geht es dem Handwerk wirklich gut. Also der Kreishandwerksmeister hat es gesagt, der Stellvertretende, das Handwerk hat goldenen Boden. In dem Moment, wo wir jetzt vor diesen Herausforderungen stehen, gerade beim Klimawandel, ist das Handwerk unumgänglich. Wir brauchen die jungen Leute, wir brauchen die älteren, erfahrenen Meister, wir brauchen die Fachkräfte. Wenn einer diesen Klimawandel schaffen soll, diese Energiewende, dann können wir das im Handwerk nur bewerkstelligen. Traditionell geehrt wurde auf der Freisprechung der Innungs- und der Jahrgangsbeste. Werden kann das nur, wer in beiden Prüfungsteilen, also in Theorie und Praxis, mindestens eine 2 erreicht. Für die Innung der Kfz-Mechatroniker schaffte das Leon Felix Karnatz, für die Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung, Klimatechnik Karl Böhme. Leon Felix Karnatz, der seinen Beruf bei der Brinkmann GmbH Güstrow erlernte, wurde als Jahrgangsbester geehrt. Wir fragten ihn, wie er auf die Idee kam, Kfz-Mechatroniker zu erlernen. Tatsächlich auf YouTube habe ich viel geguckt, auch zum Beispiel JP Performance oder sowas. Das hat mich schon sehr interessiert und halt, ich bin aber auch sehr interessiert an Motorrädern. Also bei mir war so ein kleiner Zwiespalt, entweder Autos oder Motorrädern, aber dann habe ich mich dann doch für die Autos entschieden. Tatsächlich ist die Werbung von Lehrlingen für einen Handwerksberuf vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sehr wichtig. Ulf Gutacker sieht die Kreishandwerkerschaft dabei auf einem guten Weg. Wir haben natürlich verschiedene Ausbildungskampagnen, die wir da machen. Wir haben das Beste am Handwerk, da versuchen wir auf den modernen Medien, versuchen wir da zu werben, auf TikTok und auf Instagram. Und damit versuchen wir natürlich, da ein Bewusstsein bei den jungen Leuten zu schaffen, dass das Handwerk auch hip und modern sein kann und dass wir ohne dieses Handwerk auch diese Klimawende eben nicht schaffen, wofür gerade die junge Zielgruppe auch immer einsteht. Ne? Allmählich beginnt der Abschluss von Lehrverträgen für das kommende Ausbildungsjahr Fahrt aufzunehmen. Ulf Gutacker erwartet dabei einen leichten Anstieg gegenüber den Vorjahren. Gleich 4 neue Feuerwehrfrauen begrüßt die Freiwillige Feuerwehr Bölkow in ihren Reihen. Mit den Händen auf einem silbernen Helm abgelegt legen Alert Buch, Sandra Kropp, Caroline Schiplik und Yvonne Quander ihren Eid ab. Ein neues Kapitel der nunmehr 60-jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Bölkow. Ein denkwürdiges Jubiläum, das an diesem Tag gefeiert wurde. Viele der Mitglieder erinnern sich noch gut an markante Einsätze der Wehr. Ob ein vor Jahrzehnten herrschender Brand im Altenheim, an den sich Günther Osterloh erinnert, oder eine Strohmiete in Zehna, die lichterloh in Flammen stand, die für Oberfeuerwehrfrau Heike Witte noch gut in Erinnerung ist. Es gibt einige Einsätze, die man so schnell nicht vergisst. Matthias Eisenblätter, seit knapp 2 Jahren Wehrführer der Feuerwehr in Bölkow, verband die Jahrestagung mit einer Jubiläumsfeier. Am 12. März 1963 gab es 10 Personen, die sich bereit erklärt haben, nach der Gründung der Feuerwehr Bölkow Dinge zu tun, ohne darauf bedacht zu sein, was es für sie selber dabei heißt, begann Matthias Eisenblätter mit dem Ausflug in die Chronik. Damaliger Wehrleiter war Hans Rieck, der die Wehr 29 Jahre lang führte. Zu Beginn hat es unter anderem auch an vielen Geräten gemangelt. 1967 wurden 32 Kameraden gezählt. 1983 waren es dann nur noch 8 Kameraden. Dazu zählte auch Günther Osterloh. Als Dank und Anerkennung für 50 Jahre Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr erhielt Löschmeister Günther Osterloh das Ehrenzeichen am Bande vom Landesfeuerwehrverband. Geehrt wurde außerdem Kamerad Michael Kropp für seine 10-jährige Mitgliedschaft. Die Mitgliederzahl hat sich mittlerweile wieder erholt und zählt aktuell erneut 32 Mitglieder. Darunter 16 aktive Kameraden. Sie leisteten im vergangenen Jahr 1170 Stunden
und wurden zu 15 Einsätzen gerufen. Ein wichtiger Bereich ist bei Ihnen auch die Jugendfeuerwehr, die nach einigen Jahren im August 2021 wieder neu gestartet war. Marlene Kropp ist eine von Ihnen. Die 15-Jährige weiß jetzt schon, dass sie im nächsten Jahr ihre Ausbildung zur Feuerwehrfrau beginnen möchte. Waren Sie am 7. März auch in der Stadt unterwegs und haben eine Rose geschenkt bekommen? Falls ja, dann wissen Sie sicherlich, dass diese fair gehandelt ist und dass sie zu einer Aktion der Freien Schule Güstrow und der Balastadt gehörte. Faire Flower Power zum Frauentag. Das war das Motto von den Schülerinnen Livia und Lilly, die gemeinsam mit Tina Bartels vom Stadtmarketing Rosen in der Stadt verteilten. Livia und Lilly sind Schülerinnen der Freien Schule Güstrow und erklären, zu welchem Kurs diese Aktion gehört. Also, wir kommen von der Freien Schule Güstrow und vertreten die auch hier heute mit der Stadt zusammen. Und vor allen Dingen vertreten wir bei uns den Fairtrade-Kurs, der an unserer Schule gerade die Fairtrade-Botschaft verbreitet und auch dafür sorgt, dass sie jedes Jahr aufgefrischt wird. Deutschland importiert Rosen zum großen Teil aus Ostafrika. Und die haben trotz des Transports eine bessere Klimabilanz als Rosen aus beheizten Gewächshäusern in Europa. Warum es sich lohnt, eine fair gehandelte Rose zu kaufen, das haben uns die Mädels der Freien Schule erklärt. Man sollte sich für eine Fairtrade-Rose entscheiden, weil sie die Frauen in den südlichen Ländern unterstützt, dafür, dass die eine faire Bezahlung kriegen, dafür, dass sie in den Mutterschutz können. Die kriegen, wenn sie ihr Kind mit zur Arbeit nehmen, kriegen sie eine Stunde mehr Pause, damit sie sich um ihr Kind auch zusätzlich kümmern können. Die Familien drumherum werden unterstützt, also die Kinder können zur Schule, es wird ihnen ermöglicht, dass sie eine Schulbildung genießen können. Es werden Schulhäuser gebaut und ja. Neben der Rosenaktion gibt es natürlich auch viele weitere Projekte, mit denen sich die Schüler des Fairtrade-Kurses auseinandersetzen und wofür sie sich einsetzen. Wir kümmern uns darum, dass die Fairtrade-Botschaft an der Schule weiter verbreitet wird und dass wir versuchen, mehr Leute zu animieren, Fairtrade zu kaufen. Und überlegen dann lieber doch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, um auch die Leute zu unterstützen. Und ja. Was genau bedeutet eigentlich Fairtrade? Also Fairtrade bedeutet im Grunde fair gehandelt. Das heißt, es wird besonders darauf geachtet, dass die Arbeitsbedingungen stimmen, dass auch das Drumherum stimmt, aber vor allen Dingen auch, dass es auch Richtung ökologisch geht und der Umwelt nicht schadet. Und das ist alles so ein Zusammenspiel, wodurch es dann mal ein, zwei Cent mehr kostet, aber man sollte man in die Hand nehmen. Die Balachstadt Güstrow als Fairtrade-Stadt und die Freie Schule Güstrow als Fairtrade-Schule verschenken nicht nur schöne, langstielige Fairtrade-Rosen, sondern wollen ein Zeichen gegen Ausbeutung, schlechte Arbeitsbedingungen und Umweltbelastung setzen. Annette Grabbe, Abteilungsleiterin Marketing, Kultur und Tourismus, erklärt, dass das Thema Fairtrade in Güstrow einen besonderen Fokus hat. Ja, wir sind ja vor 2 Jahren Fairtrade-Stadt geworden und wollen das natürlich mit Leben erfüllen, dass es nicht nur einfach ein Name ist, sondern wir bemühen uns um unterschiedliche Aktionen. Wir haben ja einmal schon hier diese Ausstellung, die man auch im Hintergrund sieht, zum Verpachten. Und eine weitere Aktion ist jetzt eben dieses Verteilen von fairen Rosen im Zusammenhang mit dem Frauentag morgen. Wie die Kooperation mit der Freien Schule zustande gekommen ist, erklärte uns Frau Grabbe abschließend. Die Freie Schule ist wirklich sehr aktiv in dem Thema Fairtrade schon länger. Also sie sind auch wirklich Fairtrade-Schule. Sie sind einer unserer Partner in diesen Bemühungen, um die Stadt oder das Leben hier auch fairer zu machen. Und deswegen haben wir die Freie Schule angefragt und die beiden wirklich tollen Schülerinnen sind draußen eben ganz aktiv und erklären das Thema nochmal und verteilen eben die Rosen. Die Veranstaltung ist einer der Bausteine für ein faires Jahr und steht ganz im Zeichen der städtischen Bestrebung hin zu mehr Nachhaltigkeit und einem fairen Umgang miteinander und mit unserer Umwelt und ihren natürlichen Ressourcen. Der DRK-Kreisverband Güstrow e.V. lädt am 30. März zum nächsten Blutspendetermin in Güstrow ein. Dazu stehen die Räumlichkeiten der Schule am Inselsee in der Werner-Seelenbinder Straße 1 zur Verfügung. In der Zeit von 15 bis 19 Uhr sind alle Spender herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Wer möchte, kann sich auch im Vorfeld schon einen Termin buchen. Unter www.drk-blutspende.de können Sie sich Ihren Wunschtermin reservieren.
Das Kulturcafé der Freien Schule Güstrow feierte in der vergangenen Woche seine Premiere. Am 7. März fand in der Freien Schule Güstrow das erste Kulturcafé statt. Die Idee dazu hatte der Ensemblekurs der Abiturstufe. Anlässlich des Frauentags, der in diesem Jahr erstmals ein gesetzlicher Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern war. Und was passt da besser, als sich mit feiner und stimmungsvoller Musik auf einen Feiertag einzustimmen? Mandy Bruhn und Hanna Tetzlaff, zwei der hauptverantwortlichen Organisatorinnen, haben sich kurz vorgestellt. Ich bin Mandy Bruhn, ich bin Leiterin des Ensemblekurses hier an der Freien Schule und ich bin seit 13 Jahren hier Musiklehrerin. Ja, ich bin Hanna Tetzlaff, ich bin Schülerin der 11. Klasse und schon seit der 2. Klasse hier an der Schule. Mandy Bruhn erklärte uns, wie diese Veranstaltung zustande kam und welcher Hintergrund hierbei noch eine Rolle spielte. Heute war unser erstes Kulturcafé im Rahmen eines Klausurkonzerts. Der Ensemblekurs ist nämlich, besteht aus Schülern der 11., 12. Klasse und sie müssen einmal im Halbjahr auch ein Konzert absolvieren und das war heute sozusagen unser Konzert und wir wollten nicht einfach nur vor 2, 3 Leuten vor der Jury singen oder vor den Lehrern, sondern wir haben uns einfach ein paar nette Gäste eingeladen. Sie ist begeistert, wie gut die Schülerinnen und Schüler das geprobte Programm auf die Bühne gebracht haben. Gemeinsam spielte sie mit ihren Schülern zum Beispiel Somewhere Over the Rainbow. Klar, sind wirklich über sich hinausgewachsen. Wir haben einige dabei, die zum ersten Mal auf der Bühne stehen, die extra hierfür ein Instrument einstudiert haben oder neue Lieder gelernt haben. Auch mehrstimmig singen haben die Schüler gelernt, Schülerinnen. Und es war echt toll. Wir sind richtig zufrieden und begeistert hier. Ja. Mit einem bunten Potpourri an bekannten und auch eher selten gespielten Musikstücken aus Rock, Pop und World Music eröffneten die Abiturienten diesen ganz besonderen Kulturnachmittag mit Snacks und Kuchen. Schülerin Hanna Tetzlaff stand selber mit auf der Bühne und ist sehr glücklich, dass das Programm so gut lief. Ja, hat sehr gut gefallen. Es war auch mal was Neues. Aufregung war auf jeden Fall sehr doll da. Das war, glaube ich, bei allen so. Aber ich denke, es hat sehr gut geklappt, dass wir uns alle so ein bisschen selbst beruhigt haben und die Texte nochmal durchgegangen sind. Ich freue mich, dass es so gut geklappt hat. Mit dem Titel Hit the Road Jack verabschiedete sich der Ensemblekurs von seinem Publikum. Sicher wird es nicht das letzte Kulturcafé an der Freien Schule gewesen sein. Und es gibt noch eine Meldung der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow. Am Montag fand die 61. Delegiertenversammlung des Landesfeuerwehrverbandes in Parchim statt. Für den 87-jährigen Kameraden Dieter Hagemann war es ein ganz besonderer Tag. Der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Banse, hat ihm die höchste verbandliche Feuerwehrauszeichnung, die Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrverbandes in Gold, aufgrund herausragender Dienste im Feuerwehrwesen verliehen. Das erste Mal in der bisherigen Amtszeit von Karl-Heinz Banse. Eine goldene Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrverbandes kann nicht vorgeschlagen, sondern nur auf Vorschlag des DFV-Präsidenten persönlich verliehen werden. Wir gratulieren ganz herzlich zu dieser Auszeichnung. Der Frühling ist zum Greifen nah, da lockt es doch den ein oder anderen von uns schon wieder raus in den heimischen Garten. In dieser Woche geht es bei unserem Talkformat im Fokus rund um das Thema Gärtnern. Vorab haben wir jetzt schon mal einige Gartentipps von echten Profis für Sie parat. Danach sehen wir uns dann in den Kulturtipps wieder. Ja, liebe Zuschauer, wenn Ihnen das jetzt gefallen hat und Sie Hobbygärtner sind, dann haben wir noch 3 schnelle Gartentipps für Sie. Ja, Gartentipp Nummer 1. Es ist ja jetzt Februar und es ist die beste Zeit, jetzt Ende Februar, Anfang März, die Obstbäume zu schneiden. Wohlgemeint das Kernobst, also alles, was Apfel, Birne und Kerne hat. Steinobst, also dann Kirsche, Sauerkirsche, Pflaume, lieber im Sommer mit der Ernte. Jetzt zum Kernobst vielleicht nochmal kurz gesagt, nie mehr als 15% schneiden. Lieber ein paar größere Astpartien rausnehmen, als zu viele kleine Schnitte machen, ist mein Tipp. Und es dürfen auch 1/3 der Wasserschosse stehen bleiben, und zwar die, die sich vielleicht möglicherweise zu gutem Fruchtholz entwickeln könnten.
Mein vielen, Tipp. Vielen Dank. Ja, Gartentipp Nummer zwei. Lassen Sie Ihren Garten etwas anders in den Winter gehen schon, als Sie es vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Nicht jede Staude muss bis auf den Boden zurückgeschnitten werden oder sollte bis auf den Boden zurückgeschnitten werden. Lassen Sie das Laub in den Pflanzflächen liegen, entfernen Sie es nur von den Rasenflächen. Lassen Sie den Insekten und den Tieren des Gartens eine Rückzugsmöglichkeit und nutzen Sie das Frühjahr für entsprechenden Staudenschnitt, das Laub unterzuarbeiten und einfach für eine positive Gartenentwicklung jetzt im Frühjahr zu sorgen durch einen veränderten Pflegeansatz. Gartentipp Nummer drei. Zum Thema Stauden runterschneiden habe ich folgenden Geheimwaffe. Das ist unsere Staudensichel, mit der selektiv Stauden runtergeschnitten werden können. Und das ist nämlich ein sehr guter Hinweis. Es müssen nicht alle Stauden im Winter oder zum Winter runtergeschnitten werden. Vor allem diese immergrünen oder auch die, die auch noch schön aussehen können. Gräser sehen sehr schön aus im Winter. Gerade dann, wenn der erste Frost so dagegen schlägt oder haucht. So haben viele Stauden echt einen schönen Charme. Vor allem so eine Staudensichel ist einfach extrem scharf und extrem gut geeignet, um damit ganz schnell und einfach Stauden runterzuschneiden. Das ist natürlich jetzt keine Staude, aber es soll demonstrieren, dass diese Staudensichel einfach sehr schnell, sehr gut funktioniert. Und für alle anderen habe ich folgenden Trick oder Tipp, die sich mehr mit diesen standortgerechten Pflanzen beschäftigen möchten. Habe ich hier eine Pflanzenliste für euch parat. Und zwar könnt ihr auf www.meinblumenbeet.de gehen und euch diese Pflanzenliste dort runterladen. Und zwar findet ihr dort, ich glaube, das sind 100 Pflanzen für sonnigen, trockenen Standort, für schattige Standorte, feuchte Standorte, trockene Standorte mit den jeweiligen Pflanzen dazu, wo ihr dann euch aussuchen könnt, welche ihr gerne mögt. Viel Spaß. Für große und kleine Theaterfreunde hat das Ernst-Barlach-Theater folgende Aufführungen im Programm. Willkommen bei den Kulturnews. Mit einem großen Festwochenende wird die Dauerausstellung Ernst Barlachs im Atelierhaus in den Heidbergen neu eröffnet. In den vergangenen Wochen wurden hier umfangreiche Umbauarbeiten durchgeführt. Die Dauerausstellung zum Leben und Werk Ernst Barlachs wird an 3 Tagen gebührend gefeiert. Am 17. März geht es los mit einem Stummfilmkino. Ab 19 Uhr wird der Klassiker Das Kabinett des Dr. Caligari gezeigt. Die große Festveranstaltung findet dann am 18. März ab 17 Uhr statt. Der Sonntag bietet ein buntes Programm für alle Interessierten. Ob Fahrradtour, verschiedene Workshops oder kunstvolle Darbietungen verschiedener Künstler. Auch für das leibliche Wohl wird vor Ort gesorgt sein. Wer an den Veranstaltungen teilnehmen möchte, der meldet sich bitte im Vorfeld unter info@barlach-museen.de an. Wir wünschen ganz viel Spaß. Waren Sie am Wochenende auch unterwegs und haben den Tag der offenen Töpferei genutzt, um die Künstler und ihre Werkstätten kennenzulernen? Wir haben uns auf den Weg gemacht und 3 Ateliers unserer Region besucht. Den Beitrag dazu sehen Sie im Anschluss an die Nachrichten. Am 19. März lädt die Galerie Güstrow in der Besserstraße zur Vernissage ein. Women's Power, Kunst für alle, ist das Motto der Ausstellung der aus Lviv und Rostock stammenden Künstlerin Olja Tscheromuschkina und Silke Staben. Gezeigt werden Malereien und Handzeichnungen, Porträts und zeitgenössische Interpretationen ukrainischer Volkskunst.
Auch traditionelle Trachten aus der Zeit von 1880 bis 1980 werden präsentiert. Und um 15 Uhr beginnt die Vernissage mit Gesangs- und Klavieraufführung und einer Eröffnungsrede der Künstlerin. Am vergangenen Wochenende ging es auf eine Themenwanderung mit der Schwarzen Witwe. Für etwa 30 Teilnehmer wurde es interessant, als am Sonntag die Schwarze Witwe alias Dr. Anja Kretschmer erzählte, wie es im späten 19. Jahrhundert um die Bestattungskultur bestellt war. Welche Bräuche gab es und welche haben sich bis heute erhalten? Wie ging man überhaupt mit dem Tod eines Menschen um? Dies und mehr erfuhren Männer und Frauen in der einstündigen Veranstaltung. Für die Kunsthistorikerin gehören diese Führungen auf Friedhöfen seit etwa 12 Jahren dazu. Sie war schon immer gern auf Friedhöfen unterwegs, verfolgt mit ihren Angeboten unter anderem ein Ziel. Ich möchte, dass die Menschen sich da einfach darüber klar sind, dass ihr Leben endlich ist und dass die Zeit begrenzt ist und dass sie deshalb auch vielleicht bewusster im Alltag sozusagen so auch die Kleinigkeiten wiederentdecken, weil von meiner Seite her habe ich festgestellt, dass wenn man den Tod nicht ausklammert, dass man dann auch wirklich das Leben auch sehr, sehr bewusst und sehr lebensbejahend bestreiten kann. Als die Menschen noch keine 70 Jahre alt wurden, musste beispielsweise rechtzeitig bedacht werden, was für den letzten Lebensweg notwendig war. Zur Hochzeit gehörte es dazu, dass man ein Sterbepaket mit Totenlaken und Totenhemd mitbekam. Außerdem wurde gleich der Tischler bestellt, nahm Maß, um für die Eltern des Brautpaares Särge herzustellen. Wofür gab es eine Totenfrau? Was ist ein Leichenbitter? Die Schwarze Witwe wusste darüber gut Bescheid und konnte auch einiges über die Totenvögel erzählen. Abschließend zeigte sie noch eine Gruft, in der in 4 Stockwerken die Menschen früher beerdigt wurden. Diese und weitere Informationen zum Friedhofsgeflüster hat Anja Kretschmer in einem Buch zusammengefasst. Auf ihrer Internetseite ist dieses zu finden. Literaturfreunde, aufgepasst! Im Rahmen des 250-jährigen Jubiläums der Bützower Bibliothek gestaltet der Bützower Schreibzirkel Bausteine eine Lesung im Krummen Haus. Am Sonntag, den 19. März, ist ab 14 Uhr Einlass und 14.30 Uhr beginnt das Programm. Es lesen Heinz Niebuhr, Margret Zikarski, Margot Bungert-Schüssler, Renate Saupe, Wolfgang Pfannenschmidt, Wolfgang Schubert und Johannes Woizig. Zudem begleitet Margit Zikarski die Veranstaltung mit Musik und Gesang. Beim anschließenden Klönschnack mit Kaffee und Kuchen können Sie die Autoren nach Dit und Dat befragen. Diese Woche ist zudem der Vorverkauf für die Lesung Ingo Schulze am 21. April gestartet. Die rechtschaffenen Mörder heißt der Roman, den er dann vorstellen wird. Die Tickets sind sowohl im Bürger- und Tourismusbüro im Rathaus als auch bei der Buchbinderei Koch erhältlich. Wer sich online noch einmal informieren möchte, der geht ab sofort über die Seite www.krummeshaus.de. Eingegliedert in die Seite der Bützower Stadt finden Sie dort alles Wissenswerte. Am Freitag, den 17. März, lädt der Pferdemarktquartier e.V. zu einem Themenabend ein. Ab 19.30 Uhr spricht Pastorin Johanna Lewezow über die Frage: Kam Hitler in den Himmel? Ein Abend mit großen Fragen. Wer Interesse hat, schaut gerne einfach vorbei. Die Veranstaltung ist kostenfrei, aber über eine Spende freut sich der Verein auf jeden Fall.
Willkommen beim Sport. Das bereits letzte Saisonspiel der Handballerfrauen des TSV 1952 Bützow steht am Samstag auf dem Programm. Sie spielen noch einmal vor heimischer Kulisse und treffen auf die Damen vom SV Eintracht Rostock. Anpfiff ist um 15 Uhr. Wir werden vor Ort mit dabei sein und in der kommenden Woche über das Spiel berichten. Im Anschluss an das Spiel der Damen stehen dann die Herren in der Verbandsliga gegen die zweite Mannschaft vom Bad Doberaner SV 90 auf dem Feld. Spielbeginn bei Ihnen ist dann um 17 Uhr. Die erste Männermannschaft des GSC 09 Abteilung Fußball erwartet am Freitag, den 17. März, das Team vom FSV Bentwisch im heimischen Stadion. 19.30 Uhr ist Anpfiff. Die Männer hoffen auf ein volles Stadion und tatkräftige Unterstützung ihrer Fans. Die Herren vom GHV 94 haben aktuell einen guten Lauf. Im Spiel gegen die TSG Wismar am vergangenen Wochenende konnten sie sich mit 24-20 Treffern durchsetzen. Am Sonntag geht es dann nach Stralsund zum Auswärtsspiel. Der Stralsunder HV bittet ab 16 Uhr zum Spiel. Bereits am Samstag stehen die Spieler der Jugendmannschaften schon wieder auf dem Feld. Die Rostock Seawolves haben am 23. Spieltag der Basketball-Bundesliga ihren 11. Saisonsieg eingefahren. Die Wölfe erkämpften sich einen 86-79 Erfolg gegen die Hakro Merlins aus Karlsheim vor 4.500 Zuschauern in der Stadthalle in Rostock. Am kommenden Samstag um 18 Uhr sind die Seawolves dann auswärts gegen das Team aus Bamberg gefragt. Ein Probetraining für Kinder und Jugendliche findet am 20. und 27. März am Niklot-Stadion 1 beim Tanzclub Grün-Gelb-Güstrow statt. Das Training wird von einer erfahrenen Tänzerin angeleitet. Ab 16.45 Uhr können Kinder zwischen 6 und 11 Jahren teilnehmen. Ab 17.30 Uhr beginnt dann der Schnupperkurs für 12- bis 16-Jährige. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung bei Silke Dulek unter der Telefonnummer 0175-544-6792 nötig. Wir wünschen ganz viel Spaß. Betriebsklima ist bei uns das A und O. Wir sind sehr daran bestrebt, sage ich mal, dass alle Mitarbeiter sich untereinander top verstehen. Auch zu den Abteilungsleitern ein gutes Verhältnis besteht. Und wir sind halt immer auch dran, jeden Mitarbeiter bestmöglich ausbilden zu können. Auch in der Zukunft für ihn jede Art der Ausbildung auch ermöglichen, selbst wenn er selber Wünsche hat für eine Ausbildung, die jetzt auch nicht unbedingt vielleicht in seinen Bereich fallen sollten. Willkommen beim Wetter. Grau und regnerisch kommt der heutige Dienstag daher, bei Temperaturen von bis zu 12 Grad, die sich durch den starken Wind aber deutlich niedriger anfühlen, wird es auch zum Abend hin noch nicht wirklich trockener. Die Regenfelder verziehen sich zeitweise zur Nacht, aber die Temperatur fällt auf einen Grad. Der Mittwochmorgen startet kalt und bedeckt bei Werten um den Gefrierpunkt. Im weiteren Tagesverlauf bleibt der Himmel dicht behangen, die Höchsttemperatur liegt dann bei 6 Grad plus. Zum Abend klart es ein wenig auf. In der Nacht liegen die Temperaturen dann erneut um die 0 Grad. So richtig frühlingshaft wird es auch am Donnerstag noch nicht. Teils wolkig, teils heiter beginnt der Tag. Mittags erreicht das Thermometer maximal 9 Grad plus. Es bleibt über den Tag hinweg trocken, nachts sinken die Temperaturen dann aber wieder runter auf 4 Grad. Hier geht es jetzt weiter mit der aktuellen Ausgabe von Kids TV. Unsere Kids stellen sich einmal vor. Und im Anschluss gibt es dann die aktuelle Ausgabe von Mit Charme und Schürze. Wir wünschen ganz viel Spaß.
Ja, hallo und herzlich willkommen im Hagebaumarkt Güstrow. Mein Name ist Wilfried Minnig und ich möchte euch heute mal zeigen, was wir so zum Thema Gartentechnik anbieten können. Und da gibt es einen lustigen Spruch und der heißt, ihr habt die Nerven und wir die Säge. Und zwar eine richtig tolle, coole Säge. Ich weiß nicht, wer die schon kennt. Bei uns ganz neu, Einhandkettensäge und die macht richtig Schwung, kann ich euch sagen. Also damit kann man ganz toll auf dem Baum steigen, auf der Leiter stehen, ganz problemlos die Äste kurz und klein machen und ich kann euch sagen, das Teil hat noch einen großen Bruder, nämlich das ist der hier. Und die Dinger machen so viel Spaß, ihr hört gar nicht mehr auf zu sägen. Passt auf, dass der Nachbarsbaum nicht da noch dran glauben muss. Viel Spaß beim nächsten Mal im Hagebaumarkt Güstrow und ihr wisst, gemeinsam geht das.